Hallo da draußen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute wird mal wieder gebacken und es gibt leckere KitKat-Muffins. Die sind nicht nur super leicht zu machen, die schmecken auch fantastisch. Und ich zeige euch direkt, wie es funktioniert. Für die Zubereitung der Muffins brauche ich eine große Schüssel. Da gebe ich Mehl, Zucker und die drei Eier hinzu. Danach noch einen Schuss Milch, etwas Vanillezucker, Backpulver natürlich und etwas Öl. Die KitKats schneide ich einfach in feine kleine Würfel, gebe die zum Teig hinzu und jetzt wird alles schön vorsichtig vermischt. Dann in die Muffinförmchen geben und danach im Backofen bei 170 Grad ca. 15 Minuten ausbacken. Die Muffins sind super, super lecker. Ich stehe sowieso auf KitKats. Beim Muffinteig habe ich ein bisschen den Zucker reduziert, da die KitKats mit der Schokolade ja auch noch ein bisschen süßer abgeben. Lasst die Muffins unbedingt nach dem Backen ein bisschen abkühlen, wenn ihr noch ein paar Sachen drauf tut, wie Schlagsahne zum Beispiel, weil die schmilzt euch sonst einfach weg und ihr habt die ganze Schlagsahne einfach irgendwo verteilt. Also unbedingt erstmal abkühlen lassen für 20 bis 30 Minuten. Alternativ, wenn ihr es eilig habt, einfach in den Kühlschrank stellen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Lasst es mir wissen mit einem Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und einen guten Appetit. Tschüss!